Fahrzeug zeigen? Ein Autohaus in Berlin. Der Verkäufer gibt sich alle Mühe, den Wagen an die Frau zu bringen. Und zwar einen riesig großen Einstiegsbereich. Sie haben wirklich naturbelassene Produkte, damit wir auch in der Ein Elektroauto Modell i3, das erste elektrische Serienfahrzeug von BMW. Ich glaube, ich bin der typische Elektrofahrtyp, denn ich fahre morgens 11 Kilometer in die eine Richtung, abends 11 Kilometer in die andere Richtung, habe zu Hause sogar die Möglichkeit zu laden, glücklicherweise. Und auf alle Fälle eine Sache, über die ich ernsthaft nachdenke. Doch zum Kauf kann sich die Kundin erst einmal nicht entscheiden, was, wenn der Akku nicht reicht und sie mit dem Wagen liegen bleibt. So denken wohl auch andere Autofahrer in Deutschland. Sich den Strom in ihrem Auto wieder aufzufüllen. Nur 8.500 Elektroautos wurden im vergangenen Jahr neu angemeldet. Insgesamt sind es rund 25.000 bei über 60 Millionen Autos auf deutschen Straßen. Uwe Schäfer, Spezialist für Antriebstechnik, weiß, warum das so ist. Probefahrt im VW Golf, Elektroausführung natürlich, seit über einem Jahr auf dem Markt. Kosten rund 35.000 Euro und damit erheblich teurer als der normale Golf. Ein Grund für die Zurückhaltung der Käufer. Ein anderer, der Umstand mit dem Aufladen. Alle 190 Kilometer ist es nötig und es dauert. Ich glaube, wesentliche Fortschritte in Sachen Ladezeiten sind für die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht zu erwarten. Wir werden uns wohl damit anfreunden müssen, dass wir bei Schnellladung bei etwa einer halben Stunde landen werden, beziehungsweise bei Normalladung eher bei 6 Stunden aufwärts. Und es gibt landesweit noch gar nicht genug Ladesäulen. Große Städte wie Berlin wollen das zügig ändern und probieren dabei auch neue Ideen aus, zum Beispiel Strom an der Straßenlaterne zapfen. Immerhin 5.000 Laternen kämen für diese Technologie allein in der Hauptstadt in Frage. Das Elektroauto hat aber noch einen anderen Widersacher, die derzeit niedrigen Benzinpreise. Da muss man schon sehr viel fahren, damit sich die Investition lohnt, rechnet wohl manch einer. Aber beim Elektroauto geht es ja nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was hinten rauskommt.